What's up, ladies and gentlemen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Conan Exiles. Ich mache das ganze Intro jetzt einfach mal ein bisschen kürzer. Wir haben uns vorbereitet. Wir sind bereit, uns den verdienten Sieg zu holen und zu gucken, was die Schlange uns zu bieten hat. Danach besuchen wir mal den Drachen und weiter bin ich ehrlich gesagt mit meiner Planung noch nicht gekommen. Aber hey, es klingt zumindest schon mal nach, er hat eine Ahnung, was er tut. Wenigstens klingt es so. Es sei denn, die Schlange ist jetzt wieder da, das ist natürlich kacke. Gut, wir gehen jetzt erstmal da rein und in der heutigen Folge habt ihr gerade erfahren, worum es geht. Das heißt, ich mach's jetzt einfach mal kurz, bündig, knapp und knackig auf den Punkt. Bleibt bis zum Ende und wir werden sehen, was wir dieser Folge noch alles erreichen und was ich euch am Ende noch so zu sagen habe. Okay? Alles klar? Schön. Dann lasst ihr mir jetzt ein Abo da. Das wäre nämlich das Schönste, was ihr machen könnt. Lasst mir ein Like, wenn euch das Video gefällt. Lasst mir ein Abo da und helft mir, die 1000 Abonnenten zu erreichen. Falls das zu dem jetzigen Zeitpunkt, während du das guckst, schon erreicht ist, ist dein Abo trotzdem erwünscht. Also, join dem Discord. Lass uns eine wundervolle große Community aufbauen. Und wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich! Lass uns das Ding holen. Aber sowas von. Let's go! Du bist nicht Mario. Auch nicht Luigi. Nee, der sagt ja auch It's me. Also, willst du die gute oder die schlechte Nachricht hören? Die gute ist... Die Schlange ist noch da, wir kriegen den Dietrich und ich habe die Kiste gewonnen. Ja, das ist doch schön. Ja, fast. Weil das ist dann Teil der schlechten Nachricht. Möchtest du jetzt deine schlechte hören? Ja. Die andere Schlange ist auch wieder gespawnt und beschützt die Kiste. Ach so, die ist unten, die Kiste. Ja gut. Ups. Au. Leute. Das Gift ist stark. Vorsicht, es kann sein, dass du jetzt stirbst. Also, da gibt es nur eine kluge Handlung. Einer von uns holt die Kiste, der andere lenkt die Schlange ab. Aua! Das war mir so klar. Komm, unsere Taktik. Einer von vorne, der andere von hinten. Wie klingt das nach einem schlecht gelaufenen Treethon? Gib mir den Dietrich. Danke. Oh, die hat Schlangengiftdrüsen. Komisch, eine Schlange. Es ist sehr wunderbar, dass man bei mir die Schlange überhaupt nicht mehr sieht. Und du gerade voll in Stein gekloppt hast. Ja, passt. Aber ich hab den Dietrich. Gut. Soll ich meine Pfeile benutzen? Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Wo ist die? Hier unten. Wie viele Untote warten da noch? Nicht mehr viele. Drei Schlangen und ein Untoter. Also ich wäre soweit. Okay. Ich schieße. Das hat sie nicht mal getroffen. Das juckt die überhaupt nicht. Oh! Ein sehr geiles Schild. Nö, es geht ja auch nur um Ablenkung. Nicht, dass sie sich gerade jetzt umdreht. Ach komm, ich versuch's mal. Darf ich durch? Obwohl. Darf ich durch? Nein? Gut, dann gehe ich da unten raus. Ja, also ich warte gleich am Strand, obwohl dann kommt sie dir hinterher. Tja, jetzt musst du sie auch töten. Ach verdammt. Viel Spaß. Dann hoffe ich mal, dass die anderen nicht hinterherkommen. Warten einfach, bis die sich resettet und dann... Was? Die bewegt sich gar nicht mehr? Hä? Gibt schlimmere Zustände, die ich kenne. Wer schießt mich? Oh, Leute, ernsthaft? Wieder diese Taktik? Es wird dunkel. Ich mach's mal hell, sonst können die Leute wieder nichts sehen. Bei mir sehen sie gerade nur Untote und Schlangen.
Dann, liebe Zuschauer, kommt lieber bei mir vorbei. Das ist ein bisschen ruhiger. So, was macht dieses coole Schild denn? Gesundheitsdurchdringung, Schild zerschmettern, legendär, Schild. Was kann das denn so Besonderes? Was ist denn so toll an diesem Schild? Ach, warte mal, ich habe das noch gar nicht mitgekriegt. Du hast ein Schild in der Kiste gehabt. Oh ja. Das überhaupt keine coolen Eigenschaften hat. Gar keine. Also mein Schild hat ja wenigstens 5 Sterne Kälteisolation, ne? Dieses Schild ist einfach nur hübsch. Also ich weiß nicht genau, warum das ein legendäres Schild ist, aber hey, wir haben ein legendäres Schild. Ja, ist doch schon mal schön. Ich glaube, ich renne gleich einfach raus. Ich dachte, das machst du die ganze Zeit schon. Naja. Nein. Aua. Jetzt bin ich weg. Kein Bock mehr. So. Dann tue ich jetzt mal ein bisschen was hier in das Pferd. Könnte sein, dass jetzt ein paar Untote mit rauskommen. Ist das so? Dein Pferd ist da oben, ne? Ja. Also ich kapiere Kurzschwerter noch nicht so ganz. Ich wollte mich halt zeitgleich ein bisschen lindern lassen. Wir könnten theoretisch eine Kiste hier hinbauen. Dann könnte ich hier was reintun. Okay. Naja. Also hier, ich zeig dir mal das Schild. Vielleicht willst du es ja haben. Es hat auf jeden Fall eine Scheißmenge viel Haltbarkeit. Das ist Fakt. Aber mehr ist es halt auch nicht. Es ist halt einfach ein Schild. Schild von Kutamun, okay. Ich glaube, davon habe ich gelesen. Ich glaube, das hat jetzt noch keinen Nutzen, soll aber einen bekommen. Also wir schmeißen es nicht weg. Also die Haltbarkeit ist echt heftig. Das hat ja 7,5 und meins hat 4,2. Dann kannst du es ja wechseln. Du kannst auch angeben, dass du ein legendäres Schild hast. No. Warte mal, ist gerade ausgerüstet. Nice. Kann ja auch. Nee, ich kann mich nicht von vorne sehen, wenn ich ein Schild in der Hand habe. Jetzt. So, dann gucke ich mich doch hier drinnen mal ein bisschen um. Hey, das ist so ein bisschen ladylike, ne? Mit dem schönen Muster da drauf. Ist das jetzt dein Ernst, worüber du gerade echt nachgedacht hast? Nein. Na, von mir aus. Hab ich was gesagt? Nee. Warte, sei ruhig, jetzt kommt ein Text hier, der vorgelesen wird. Here, the games of mortality are played beneath the sun and the moon. Your people are puzzling. Even though they knew that our retribution would be swift and merciless. Another time, one of them fought and killed a dragon single-handedly. You are spared the fighting slave. Your job will be cleaning up what is left after that. Ja, also wenn du Langeweile hast. Ja, wäre es nicht sinnvoller gewesen, du hättest auf mich gewartet und wir hätten uns den gleichzeitig angehört. Dann kannst du dir doch jetzt anhören? Ich wollte mir aber angucken, was hier noch so drin auf mich wartet. Oh, noch eine Tafel. Hören wir mal rein. Oh! Ups. Alter. Okay, die Untoten sind doch ein ganz schön Pain in the Ass. Hä? Wo sind die denn hin? Ein paar Arschlöcher davon folgen mir. Ach so. Ob das jetzt die sind, die du meinst? Keine Ahnung. Und noch eine Tafel. Wieso kommen die denn immer wieder? Was ist das für ein Gebäude? Die Arena. Ach nee, wo stehe ich denn?
Ich stehe woanders. Mithras Gleichmut. Da ist nämlich ein Altar, wo ich interagieren kann. Und jedes Mal, wenn ich da draufklicke, kommen Leute. Ja, ich bin beim Drachen. Mhm. Du bist wie immer ein unglaublich nützlicher Faktor dabei. Ja. Warte mal, der Drache war geradeaus runter, okay. Einfach drumherum gehen, der merkt dich nicht. Wieder in die... in das Gebäude rein und unten lang, hattest du gesagt, ne? Nö, einfach an der Schlange oben links vorbeilaufen. Ja, den Drachen da unten könnten wir jetzt töten, aber ich tue es nicht. Nö. Ich frage mich gerade, ob ich zwei von diesen kleinen Einhandschwertern nehmen kann, aber ich glaube mir selbst die Antwort geben zu können. Nein. Okay. Hier war nur eine Kiste mit hässlichen Sachen, also bis jetzt ist hier oben nichts Spannendes. Ja, okay. Ich renn mal schnell hinterher. Wenn du um den Drachen drumherum gehst, ungefähr an seinem Hintern, ist noch eine Tafel, also weiter weg von seinem Hintern. Mich angreifen. Naja, dass Blutungseffekte bei Untoten nicht gehen, ist mir schon bewusst. Gut, hier ist nichts. Also der obere Bereich ist einfach nur beschissen langweilig. Mhm. Bin ich froh, dass die Skelette hier schießen wie Stormtrooper bei Star Wars. Für jeden, der diese Reference nicht verstanden hat, die sind scheiße. Diese Untoten, die gehen mir ja wirklich echt auf den Keks, ne? Bin wieder beim Drachen, falls du hochgelaufen bist. Nee, ich bin noch da, wo der Text vorgelesen wurde. Ach so. So, jetzt sind die Untoten endlich... Ach, da ist der Drache. Oh, er guckt mich an. Naja, lass ihn doch gucken. Also du sagst, an seinem Hintern ist eine Tafel. Ja. Ich gehe mal vorsichtshalber ganz außenrum. Ja, ich seh's. Wieso kann der Skelett nicht runterfallen, aber ich? Hinter dir. Du hast Bogenschützen mitgebracht. Wo steht denn der? Einfach Schild hoch, da. Und einer ist links von mir. Ich finde, die sollten eine eigene Blutgruppe haben, damit man bei denen auch Bluten einsetzen kann. So... grünes Blut oder so. Ich bin mir sehr sicher, die hatten mal eine eigene Blutgruppe. Davon ist halt nur nicht mehr so viel da. Mhm. Wir hätten ja aus Spaß Untote beschwören können, dann wüssten wir nämlich gar nicht mehr, wer zu uns gehört. Positiv nee, sehen, verkrüppeln geht bei denen. Das wäre mir ein bisschen zu stressig. So, Tafel. Das ist jetzt geil. Drachenknochenspeer? Ich drück nochmal E. Was haben wir jetzt alle? Drachenknochen... Schild, Speer, Bogen, Schwert, Doppelschwert, Kriegsaxt, Dolche, Wurfaxt, Keulers. Wir haben das komplette Drachenknochen-Equipment gelernt. Cool! Krass! Frage. Wo ist die Bosskiste für den Boss? Ich such mal. Für den hier? Ja, für das kleine zukünftige Reittier da vorne. Schauen wir doch mal, wer sie als erstes findet. Muss der irgendwo hier am Rand sein? Ich dachte eigentlich, die ist relativ nah bei ihm, also vor ihm, hinter ihm. Aber nö. Nicht wirklich. Vielleicht, es wäre cool gewesen, wenn sie wenn er auf ihr steht. Ah, hinter dir ist was. Nee, das ist auch eine normale Kiste. Sag mal, kann ich von den Geistern jetzt auch wieder was werden, wenn ich die länger angucke?
Oder symbolisiert das nur, dass man das Ding hier anklicken kann? Ich weiß nicht, ich will mal testen, wie der angreift. Oh, du bist aber mutig. Normaler Schlag, Hornattacke, Schlag. Meinst du, der Schlangenpfeil würde hier auch viel bringen? Das weiß ich nicht, probier's aus. Und wie schnell ist er? Mal gucken. Extrem träge. Also ich habe genügend Ausdauer, den mehrfach durch die ganze Arena zu ziehen, wenn du ihn mit Schlangenpfeilen besiegen willst. Oh, der ist schneller als ich dachte. Ja, der wird gerade ein bisschen schneller. Also man könnte es versuchen, aber das würde sehr lange dauern, ne? Ich habe hier eh keine Kiste gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es sich rentiert, den zu besiegen. Aber ich glaube, den müssen wir einmal töten, wenn wir die Sachen bauen wollen. Okay. Der ist sozusagen unser Material für Drachenknochen. Ich sage dir jetzt nicht, warum. Ups. Oh, der kann auch Feuer. Wo kommt das Feuer her? Der hat ein fucking Loch im Magen. Der hat nicht mal einen Magen. Pfeile? Nein, hier, was hattest du gerade? Granaten? Kugeln? Alles im Pferd. Achtung. Also falls du gerade reinguckst, der ist sehr nah vor dir. Ja, ja. Wo soll ich denn sonst hingucken? Au! Okay, das killt instant. Schön. Ups. Ist egal. Hab eh nichts zu verlieren gehabt. Hast du gerade gesagt... Moment. Du hast gerade gesagt, falls ich gerade reingucke, wo, inwiefern, was sollte ich exakt tun denn? Falls du gerade in dein Inventar guckst. Nee, ich bin doch nicht bescheuert, wenn so ein Vieh auf mich zurennt. Das sah so komisch aus. Okay. Hey, aber du bist mal nicht im Haus stecken geblieben. Ja, ich freue mich. Allein dafür hat sich das Sterben ja quasi gelohnt. Yay, eine positive Erfahrung. Das sollte man doch mal so sehen, oder? Also für jeden, der sich jetzt gerade fragt, warum macht der Kerl nichts? Warum steht der dumm in der Gegend und guckt nur Scheiße an? Ich habe das Wiki offen, weil jetzt sollte mal jeder hören, worum es gerade ging. Also das war der Drache, der in der Geschichte getötet wurde, bei dem Halbgiganten, Halbmenschen-Helden Tyros. Und den besiegen wir am besten, warte mal, hier steht Spitzfire, bla bla bla, das haben wir, ja, doch, das haben wir festgestellt. Und dass es eine Menge Schaden macht auch, ja. Ja, eventuell. Es sei denn, es war jetzt ein Furz, aber ich denke mal, das war das Feuer, was da rauskam. Ah, den müssen wir töten. Der droppt den Stern des Champions. Das ist eins für die Hauptquest. Und ich habe es auch im letzten Let's Play angekündigt, dass wir jetzt langsam das Ende einleiten. Dass wir jetzt die Artikel, oder nicht die Artikel, die Reliquien suchen und dann das Spiel platt machen. Klingt auf jeden Fall mega cool. Ja. Also er gehört zu den größten und größten untoten Kreaturen im Spiel. Und es gibt keine Möglichkeit, ihn leichter zu besiegen. Also das heißt, es wird einfach ein Kampf. Fertig. Ein Kampf auf Zeit, den wir vielleicht auch noch vorspulen werden. Ja, eventuell. Vielleicht kommen wir auch einfach zurück, weil es gibt nämlich auch noch einen... Wie kann ich das jetzt sagen? Es gibt noch eine Arena, nein, nicht Arena, es gibt eine Festung. Das ist die schwarze Festung. Da finden wir noch eine ganze Menge Shit drinne. Und da müssen wir auch eine ganze Menge Bosse platt machen. Aber die geben auch heftigen Scheiß. Unter anderem auch seine Klinge, mit der er den Drachen platt gemacht hat. Okay. Dann auf ein fröhliches Buhu! Buhu! Nicht mit mir! Nun ja. Also müssen wir uns jetzt erst diese Klinge holen. Nein, müssen nicht, aber es wäre schon gut. Ja. Los, verabschiede dich. Nein, aber nicht so. Ich will nicht zum Schluss sterben. Vergiss nein, weil sonst jage ich dich. Mach. Nein. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao mit V. So, wie sie schon gesagt hat, wir sehen uns beim nächsten Mal. Nur ich sage nicht ciao mit V, ich sage joint im Discord. Und wenn du es bis hierhin geschafft hast, schreib mal make it to the end. Die Hashtag make it to the end in die Kommentare, nicht Inventare. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Valado Herrings. Euer Wolf.